Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, man hört mich zu einem neuen Video von Taffic Gamer. Und wir fahren heute auf der Altitude Map mit schön vereisten Straßen, schönem Regen, Schneefall, ja. Ein bisschen Gefälle und so. Und ja, fahren hier mit einem Racing Hybridbus. Darum hat sie auch gerade den Motor abgestellt. Ja, und ich denke, wir fahren jetzt aber mal los und könnte ein bisschen spaßig werden. Da kommt jetzt eine blöde Stelle dann. Das geht sich aus. Und das rechts oben ist eben Leistung und so. So, das linke ist der Batteriestand, das rechts ist eben die elektrische Leistung. Und es wird sich auch angezeigt, wenn man rein elektrisch fährt, aber das ist bei 113 km/h ein bisschen schwierig. Da bin ich ein bisschen schnell gefahren. So, irgendwas sollte man gerade elektrisch fahren. Von automatisch, keine Ahnung. Einfach mal wieder los. Vollgas natürlich. Es geht weiter mit 150 und ist eine sehr leichte Kurve. 160. Ich glaube, es muss ein bisschen abbremsen. Rekuperieren natürlich. Was denn auch sonst? Okay, das war jetzt irgendwie nicht so schlau. Gas geben und lenken gleichzeitig. Boah, da kommt jetzt die. Sehr steile Kurve. So, jetzt bin ich im rein elektrischen Modus, wie man sieht. Aber dadurch, dass das Ganze ein Racing-Bus ist, geht man natürlich relativ schnell wieder in den verbrennerbetriebenen Modus rein. Weil ich fahre mit Tastatur und da gibt es nur Vollgas und Vollbremsen. So, wir fahren das über die Schanze, würde ich sagen. Drehen wir schnell um. Und wir geben Gas. Vollgas natürlich. Ja, wir sind jetzt gar nicht so schnell eigentlich. Wenn wir da über die Schanze fahren. Also, ich wollte eigentlich über die Schanze fahren und nicht dagegen. Ja, passiert auch mal. Dann nicht sie zurück, das werde ich jetzt wahrscheinlich schneiden und dann von dort nochmal losfahren. Und über die Schanze. So schaut es übrigens im rein elektrischen Modus aus, rechts oben.
Probieren wir es nochmal. Wumm. Ja, jetzt sind wir auch gegen die Schanze gefahren, aber gegen die andere. Kann man noch fahren? Ja, das geht ja. Lenken ist ein bisschen schwieriger, aber fahren können wir. Lenken ist... Ja, man kann nicht lenken, aber man kann fahren. Zum Beispiel nur mal gegen die Schanze. Ja, ich denke, das war ein lässiges Video. Und ich hoffe, hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal, was wir doch immer machen werden. Ciao.